globale Finanzmarkt sich weiterentwickelt und diversifiziert, hat sich der Devisenmarkt als ein entscheidender Bereich für Trader und Investoren etabliert. Doch trotz seiner Attraktivität kann der Forex-Markt mit seinen volatilen Schwankungen und komplexen Mechanismen für viele ein herausforderndes Terrain sein. Viele Anleger fragen sich, wie navigiert man jetzt sicher und profitabel durch die komplexen Gewässer der Währungsmärkte? Heute Abend im Online-Seminar lernen Sie, sich in dieser spannenden Welt des Devisenhandels zu behaupten und können Ihr Wissen erweitern sowie Ihre Trading-Fähigkeiten verfeinern. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Mittwochabend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sowie ein herzliches Willkommen zum ersten Teil dieser Finanzen CH Seminarreihe. Mein Name ist Jasmin Benzin und ich darf Sie in den kommenden 60 Minuten als Ihre Moderatorin durch die heutige Veranstaltung begleiten. Ich freue mich sehr, dass Sie alle heute mit dabei sind und genauso sehr freue ich mich, unsere heutigen Gäste in dieser Runde nun begrüßen zu dürfen. Sie sehen sie schon im Vollbild. Guten Abend und herzlich willkommen, Tobias Heidkötter, Dunjak Schließer und Eng Lien. Schön, dass ihr alle heute hier seid. Jawohl, herzlichen Dank. Einen schönen guten Abend in die Runde. Schönen guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Tobias, du bist professioneller Trader seit 2003, Trading Coach seit 2005 und seit 2012 Geschäftsführer der Freiraumstrategen in Zürich. Was sollten unsere Zuschauer sonst noch über dich wissen? Oh, ja, das sind natürlich so die fachlichen Dinge, ne? Also tatsächlich, ich habe ja heute Abend das Thema der Forex. Ich muss auch dazu sagen, dass ich erst so seit 5, 6 Jahren in dem Forex-Handel aktiv bin, einfach weil mein Zeitrahmen immer größer geworden ist. Also immer vom Daytrading her zum Stundenchart, zum 4 Stunden, zum Tageschart. Wobei mit Sicherheit mein Sohn, der letztes Jahr geboren worden ist, verantwortlich ist, dass ich natürlich da sehr gern die Zeit nutzen möchte, auch mit ihm. Und dann bietet natürlich der Tageschart-Handel in den Währungen extrem viele Möglichkeiten und dann freue ich mich sehr, die heute Abend aufzeigen zu können. Vielen Dank, Tobias. Dunja, Eng, ihr seid beide Premium Client Manager der IG Bank. Was würdet ihr den Zuschauern gerne noch erzählen? Dunja, Ladies first, würde ich sagen. Dankeschön. ja, bei der IG Bank als Premium Client Managerin zuständig, sitze hier in Zürich. Das heißt, wirklich an alle, die jetzt zuhören, kommt vorbei und besucht uns auch. Ich war zuvor 7 Jahre bei einer Schweizer Großbank im Investment tätig. Ich habe da auch Derivate gemacht und Aktien und so weiter. Also ich würde sagen, unsere Erfahrung, die wir hier mitbringen, ist nicht riesengroß, aber sie ist doch schon mal dezent. Und ja, Eng, was erzählst du uns noch? Was ich für mich persönlich wichtig finde, ist auch die Nähe. Egal, was ich mache, sei es einkaufen, zum Schuhmacher, egal wo, die Nähe muss da sein. Wir sind trotzdem Menschen, wir wollen einander sehen, auch wenn es alles online jetzt verläuft. Ich meine auch, dass mein Mittagessen, Abendessen, ich weiß, ich bestelle manchmal und du hast nicht mehr die Beziehung direkt. Und was ich schön finde halt, auch beim Tobias, du sitzt da direkt in die Tramlinie 7, bist bei ihm oder seine Kunden sitzen direkt in die 7 und fahren direkt zu uns am Paradeplatz. Jawohl, genau. Das ist halt das, was wir bieten. Genf, Zürich, die Nähe. Können wir auch guten Kaffee vorbereiten. Kommt davon vorbei. Vielen Dank euch beiden. Bevor wir in euren Vortrag einsteigen, möchte ich Sie, liebe Zuschauer, noch auf Folgendes hinweisen. Bei Fragen oder Verständnisproblemen können Sie uns während des Webinars über die Chatfunktion kontaktieren. Einige Ihrer Fragen werde ich möglicherweise direkt aufgreifen und an unsere Experten weiterleiten. Am Ende der Veranstaltung wollen wir in einer Fragerunde aber auf jeden Fall gemeinsam noch offene Fragen klären. Nun haben wir Sie, liebe Zuschauer, genug auf die Folter gespannt. Wir haben einiges auf dem Programm. Eng, ihr möchtet noch kurz etwas zum Risikohinweis loswerden. Deswegen übergebe ich direkt das Wort und die Rechte an dich, Eng. Und danach können wir auch schon direkt in den Vortrag von Tobias starten. Vielen Dank. So, meine lieben Damen und Herren, ich bitte Sie ganz kurz in den nächsten Minuten oder Stunden einen Text durchzugehen. Es geht hier um den Haftungsausschuss, den wir Ihnen zeigen müssen. So, ich hoffe, ihr seid alle schon durch. Wunderbar. Nachdem wir alles Rechtliche geklärt haben, Tobias, du darfst übernehmen, du bekommst die Rechte und dann können wir auch schon direkt loslegen.
Alles klar, dann hoffe ich, dass jetzt die Präsentation zu sehen ist. Genau, und ja, einen schönen guten Abend noch einmal auch von mir. Wir sind nur kurz in der Präsentation, ne? Alles gut hier. Wir wollen natürlich möglichst schnell in die Charts gehen. Das werden wir auch machen. Ein paar Worte einfach vorab. Also ganz kurz, das wurde ja schon eingangs gesagt. Zusammen mit meinem Kollegen Johannes sind wir die Freiraumstrategen und ich sitze auch gerade in Zürich. Enk, du hast es ja gesagt, wir sind nur ein paar Tramstationen voneinander entfernt. Wer noch nicht von uns gehört hat, nur kurz mal die Information, wir sind seit 16 Jahren in diesem Business als Trading Coaches tätig, machen aber selbst keine Werbung, weil wir auch in erster Linie Trader sind und genau das handeln, was wir dann auch schulen. Und von daher finde ich das immer eine ganz schöne Information, aber am Anfang zu sagen, wir sind tatsächlich einer der ältesten und erfahrensten Anbieter auf diesem Gebiet, auch wenn wir, wie gesagt, selbst noch keinen Cent oder jetzt in der Schweiz keinen Rappen in Werbung gesteckt haben. Aber das kurz nur zu uns. Wir sind ja hier als Thema in den Währungen. Ist er mir jetzt hier gerade abgeschmiert? Eine Sekunde, machen wir doch einfach noch einmal. So, also, kurz nur ein paar Informationen, die wir gleich benötigen werden, wenn es in die Charts geht. Also der Handel mit den Währungen, da habe ich ja immer die eine Währung gegen eine andere. Es ist halt kein Rund-um-die-Uhr-Handel in dem Sinn, am Wochenende ist Pause. Das heißt, Samstag, Sonntag wird hier nicht gehandelt, aber von Montag bis Freitag wird hier durchgehandelt. Eine wichtige Information, die uns dann auf dem Tageschart recht entspannen kann. Was ja auch immer gesagt wird, auch hier einfach nur als zusätzliche Information, der Währungsmarkt, also die Forex, ist einer der liquidesten Märkte. Und was natürlich auch interessant ist, gerade im Thema vielleicht auch kleinere Konten langsam groß traden, das Schöne ist natürlich, dass ich hier keine Kosten habe für Plattformen, Börsendaten oder selbst den Handel. Hier ist es wichtig, das Sternchen mit dabei zu haben, denn abgerechnet, das schauen wir uns auch gleich, wird über den Spread. Das heißt, ich habe immer hier eine Differenz zwischen dem Preis, zu dem ich kaufen kann und dem Preis, zu dem ich verkaufen kann. Und das ist dann das, was entsprechend meine Kosten sind. Das heißt, ich muss immer erst den Spread verdienen, um einen Trade bei plus minus null zu haben. Ich habe eine sehr hohe Liquidität in meinem Konto zur Verfügung. Vielleicht kommen viele mit dem Börsenhandel hier aus den Aktien. Da kennen Sie es, wenn es dann halt heißt, ich habe ein Aktiendepot von, sag mal jetzt irgendeine Summe, 50.000 Franken, dann ist meist das komplette Geld irgendwie in Aktien investiert. Und das ist natürlich ganz anders jetzt hier in diesem CFD-Forex-Handel. Wenn ich ja hier einen Margin-Handel habe, habe ich immer nur einen Bruchteil meines Kapitals hier wirklich in den Trades investiert, was dann natürlich ein sehr schöner Vorteil ist, um einfach selbst liquide zu bleiben. Auch dazu kommen wir dann gleich nochmal. Wie gesagt, das sind einfach die Vorabinformationen, bevor wir gleich direkt in den Chart reingehen. Was auch extremst schön ist, dass ich halt mein Risiko pro Trade wirklich auf den Cent, auf den Rappen genau bestimmen kann. Das heißt, es ist eben nicht so, jetzt wer es kennt aus den Aktien, dass die Aktie einen bestimmten Wert hat. Ich einfach gucken kann, wie viel Kapital habe ich zur Verfügung. Und das ist dann das, was ich investieren muss jetzt in dem Fall tatsächlich, sondern ich habe halt hier wirklich die Chance, an jedem einzelnen Trade exakt genau zu sagen, was bin ich bereit zu riskieren und auf der anderen Seite auch natürlich, was möchte ich hier erzielen. Der Währungsmarkt ist zusätzlich halt einfach der Markt mit den perfekten Diversifikationsmöglichkeiten, also Diversifikation im Sinne von Risikostreuung. Weil ich meine, wir kommen ja gerade tatsächlich in den letzten Jahren aus einer sehr turbulenten Zeit. Ich denke mal, viele, die schon investiert sind oder auch waren in der Zeit, haben es deutlich in ihrem Depot mitbekommen. Sei es jetzt aus den Corona-Jahren, wo wir da deutlich Marktschwankungen gesehen haben, oder sei es natürlich letztes Jahr dann im Februar der Beginn des Krieges. Das hat man deutlich in den Märkten gesehen. Und hier ist es halt einfach, dadurch, dass ich in den Währungen immer das eine Währungspaar gegen ein anderes habe, kann es ja gar nicht sein, dass der ganze Markt eben hier gleichzeitig runtergeht. Das geht nicht, weil ich habe ja, wie gesagt, immer dieses eine Währungspaar gegen das andere. Und das können wir uns hier in den Währungen perfekt zunutze machen. Das heißt, diese Geschichte, wo wir zum Beispiel gesehen haben, zu Beginn von Corona gingen die Aktienmärkte erstmal oder gingen die meisten Märkte 40% ins Minus und haben sich dann langsam erholt.
wenn man sich das mal anschaut, jetzt in den Währungen, das sehe ich nicht wirklich so deutlich in den Charts. Und wie gesagt, von der Performance her, und das ist ja für mich als jemand, der in erster Linie tradet und sein Geld mit Trading verdient, war es dann natürlich sehr schön, dass ich dann trotzdem auch in dieser Zeit recht konstant hier verdienen kann. Und ja, da will ich auch auf jeden Fall heute darauf eingehen, auf diese perfekten Möglichkeiten der Risikostreuung. Aber schauen wir uns das kurz an, auch als Information. Wenn ich ein Währungspaar habe, jetzt als Beispiel jetzt der British Pfund US-Dollar, dann handle ich in dem Fall ja den British Pfund gegen den US-Dollar. Und das Wichtige steht hier oben, ich hoffe, meine Maus kann man sehen, das ist einmal die Währung, die vorne steht, also in dem Fall der British Pfund, Great Britain Pound, ist die Basiswährung. Und die zweite Währung, also die jetzt in dem Währungspaar hinten steht, in dem Fall der US-Dollar, ist die Notierungswährung. Das heißt also, der British Pfund US-Dollar wird gehandelt in US-Dollar. Das wird wichtig, wenn wir halt diversifizieren wollen, weil zum Beispiel der US-Dollar Schweizer Franken, ja, da wird das Währungspaar so aussehen, US-Dollar als Basiswährung, Schweizer Franken als Notierungswährung, der wird gehandelt in Schweizer Franken. Und von daher ist es in einem Währungspaar schon entscheidend, steht die Währung vorne oder steht sie hinten? Weil vorne ist es die Basiswährung, hinten ist es die Notierungswährung. Und das werden wir uns nachher in den Charts auf jeden Fall zunutze machen. Die großen Währungen, ich komme auch gleich dazu, haben 5 Nachkommastellen, bis auf den japanischen Yen, der hat 3 Nachkommastellen. Und die allerletzte ist der Zehntel Pip. Und die 4. Nachkommastelle, in dem Fall jetzt hier, ist auch sehr schön hier eingezeichnet, das ist dann der sogenannte Pip. Das heißt, in den Währungen handle ich eben jetzt nicht direkt mit Cent oder mit Rappen, wie zum Beispiel in den Aktien. Ich werde immer wieder auf das Thema der Aktien kommen, weil ich denke, die meisten verbinden den Börsenhandel einfach mal rein mit, ich habe eine Aktie im Depot, sondern hier ist halt die Differenz der Kurse der PIP. Und so habe ich ja vorhin auch, oder wurde im Slide ja auch gesagt, abgerechnet wird hier entsprechend über den Spread. Und jetzt sehen wir hier einmal sehr schön den Preis, zu dem ich kaufen kann, der halt differenziert von dem Preis, wo ich verkaufen kann. Und jetzt sieht man hier in dem Beispiel wären das 2 Pips. Das heißt, hier hätte ich dann in dem Fall einen Spread von 2 Pips. Heißt also, wenn ich jetzt hier entsprechend investiere, muss der Kurs sich erstmal in meine Richtung um diese 2 Pips hinbewegen, damit mein Trade bei plus minus null ist. So, jetzt haben wir ja so ziemlich jede Währung zur Verfügung, die wir handeln können. Rein technisch können wir die alle handeln. Rein praktisch lohnt es sich hier tatsächlich, Währungen zu nehmen, die bekannter sind, die ein bisschen größer sind, wo auch ein bisschen mehr Liquidität ist. Weil wir sehen es jetzt halt hier, haben wir ein sehr bekanntes Währungspaar mit 2 Währungen, die halt in der, wenn ich es mal lapidar formulieren darf, die in der Welt halt schon eine Rolle spielen, wie jetzt der Euro oder der US-Dollar, haben wir hier einen recht engen Spread, weil die sehr häufig gehandelt werden. Hier haben wir also eine hohe Liquidität. Und wenn es eher seltener wird oder wenn es eher kleiner wird, was die Währungen angehen, dann ist der Spread meistens recht groß. Selbstverständlich kann ich auch das handeln, aber einfach immer im Hinterkopf behalten, das muss ich, wie gesagt, erstmal hier verdienen, dass mein Trade bei plus minus null ist. Von daher kann ich auch schon mal sagen, mein Handel basiert wirklich auf den größten Währungen untereinander, also australisch Dollar, Schweizer Franken, kanadisch Dollar, Euro, britisch Pfund, japanisch Yen, Neuseeland Dollar, US-Dollar. Ich glaube, ich sollte sie alle haben. Und wenn ich die dann halt immer in Kombination setze, es geht ja bei den Währungen um Währungspaare, dann komme ich auf insgesamt 28 Währungspaare, die ich hier zur Verfügung habe zum Handel. Und das reicht vollkommen. Ja, weil es ist ja nicht die Masse an Märkte, die mir halt hier entsprechend Möglichkeiten gibt, sondern die Qualität von Signalen. Und
wir werden auch jetzt gleich in den Charts drauf kommen. Ich habe ja sehr häufig halt immer die gleiche Währung mit dabei, ne? Euro, US-Dollar, Euro, Britisch Pfund, Euro, Schweizer Franken. Und aus Gründen der Diversifikation möchte ich halt entsprechend schon darauf achten, dass ich nicht zu häufig die gleiche Währung in meinem Depot habe, einfach um hier auch ein bisschen breiter gestreut zu sein. Und von daher, das war's schon hiermit. Wir gehen direkt über in die Charts. So, das heißt, jetzt ist im Idealfall die Handelsplattform MetaTrader 4 zu sehen. Das ist der MetaTrader 4, wie er auch von der IG Bank angeboten wird. Und grundsätzlich aus den Charts heraus zu handeln oder basierend auf den Charts zu handeln, gibt mir extremst viele Möglichkeiten und natürlich auch extremst viele Freiheiten der Selbstbestimmung. So sieht man in dieser Handelsplattform zum Beispiel hier sehr schön die Zeiten, wie ich mir diesen Chart gestalten kann. Und bevor ich das mache, gucken wir uns das Ganze erstmal ein bisschen aufgeräumter an, weil wenn ihr jetzt noch nicht mit den Charts gearbeitet habt oder mit einer Handelsplattform und ihr seht auf einmal dieses Chartbild, dann kann ich durchaus verstehen, dass man sagt, oh, wie soll ich denn da was raus erkennen? Wir räumen das jetzt auf. Ich erkläre definitiv die Vorteile hieran, wie man sie nutzen kann, gerade in den Währungen. Und dann zum Ende des Vortrags hier gibt es auch schon ein Setup, was man ganz gut als erstes Setup handeln kann, um auf erste lukrative Trades zu kommen. Das heißt, jetzt räumen wir hier aber erstmal auf und löschen mal alles raus, was wir jetzt vielleicht nicht unbedingt als allererstes brauchen. Mach mal alles ein bisschen größer und vielleicht, damit es fürs Auge ein bisschen angenehmer ist, mache ich das mal hier schwarz auf weiß, also so. Das heißt, jetzt haben wir mal hier ein bisschen aufgeräumt und was wir jetzt hier sehen, ist ein sogenannter Kerzenchart. Auf Englisch Candlestick. Und ja, tatsächlich habe ich jetzt im August diesen Jahres mein 20-jähriges Trading-Jubiläum gehabt. Ich muss sagen, mein Trading habe ich bei Joe Ross gelernt in den USA und da waren die Kerzen vor 20 Jahren noch nicht annähernd so populär, wie sie heute sind. Einfach nur, wenn ihr im Kerzenchart aktiv seid, völlig okay. Wichtig einfach nur, es sind 4 Informationen, die euch jede Kerze gibt. Und ich persönlich, wie gesagt, ich habe aber auch vor 20 Jahren auf Bars gelernt. Ich persönlich finde, dass der Bar oder der Balkenchart, der so aussieht, mir diese Informationen ein bisschen schöner präsentiert. Aber für all die, die noch nie damit zu tun hatten, einfach mal, wir konzentrieren uns mal kurz auf diesen Bar hier in der Mitte. Der Nüppel zur Linken ist der Eröffnungskurs, das heißt zu diesem Preis hier hat der Kurs geöffnet. Der Nüppel zur Rechten hier, da hat er geschlossen und entsprechend dazwischen haben wir einmal das Hoch und das Tief. Und wenn wir jetzt mal einfach den Fokus hier auf diesem Bar lassen, wenn ich jetzt das Ganze einfach nur mal umstelle als Kerze, dann sehe ich, ich habe die exakt gleichen 4 Informationen von Öffnungskurs, Schlusskurs, Hoch und Tief. Sie sind einfach nur anders visualisiert, nämlich hier so als Kerze dargestellt. Da hat das Ding auch seinen Namen her. Das heißt, ich habe hier einen Körper und hier raus guckt ein Docht. Hier bei dem Kerzenchart muss ich allerdings wissen, ist der entsprechend leer oder ausgefüllt, um halt deuten zu können, ist der Schlusskurs höher als der Öffnungskurs. Das habe ich in den Bars nicht. Da muss ich einfach nur gucken, ist der linke höher als der rechte oder andersrum. Aber ja, ich weiß, dass die meisten, die in den letzten Jahren gestartet sind, auf dem Kerzenchart handeln, können wir sehr gerne hier auf dem Kerzenchart bleiben. So, und jetzt der Riesenvorteil. Ich kann mir hier natürlich sehr schön ein statistisches Setup raussuchen, wo ich im Idealfall mehr Gewinne habe als Verluste. Denn das ist ja das Ziel beim Börsenhandel, nicht nach einer Beschäftigung Ausschau zu halten, sondern natürlich hier profitabel zu handeln. Wir kriegen recht schnell als Trader eingebläut, dass Verluste dazugehören. Von daher ist natürlich die Krux, dass wir im Idealfall mehr Gewinne haben. Sei es jetzt in der eigentlichen Anzahl an Trades, die mehr mit Gewinnen enden, oder sei es natürlich auch im Geldwert, dass ich einen höheren Geldwert an Gewinn habe, als dass ich einen Verlust habe. So, und hier ist der Punkt. Es gibt sehr, sehr, sehr viele schöne Setups da draußen, die mir diesen statistischen Vorteil geben. Die Frage, die ich mir als Trader stellen sollte, habe ich bei diesen vielen Ansätzen auch die Zeit, die überhaupt zu verfolgen? Weil wenn ich nur mal die Zeit habe und mal wieder nicht und
mal vielleicht einen Tag frei habe oder ein bisschen früher aus dem Job komme und das dann anwenden kann und dann aber auch wieder nicht, dann nehme ich mir natürlich eigentlich recht logisch aus dem Chart dann diesen statistischen Vorteil. Denn wenn ich das mal mache und mal nicht, na, dann kommt ja so ein bisschen Murphy da rein. Wenn ich Zeit habe, hole ich mir die Verluste ab und wenn ich keine Zeit habe, lasse ich die Gewinne liegen. Und deswegen wäre mein Credo an einen jeden, dass man erstmal schauen sollte, wann ich denn selbst Zeit habe, was kann ich tatsächlich kontinuierlich verfolgen. Und da bin ich halt aktuell auf dem Tageschart. Und da wollte ich ja auch nochmal hin. Hier oben sieht man entsprechend diese Zeiteinheit. Das heißt jetzt hier in der Handelsplattform MetaTrader 4 sieht man als kleinste Zeiteinheit den Minutenchart. Das bedeutet einfach, dass ich jede Minute hier eine neue Kerze habe. Das heißt, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir 18.20 Uhr. Das heißt, jetzt sehen wir diese Kerze hier unten rechts am Bildschirm hin und her ticken. Das rechte ist dann der Live-Preis. Das ist dann noch nicht der Schlusskurs. Das wird aber der Schlusskurs, wenn es 18.21 Uhr ist und die nächste Kerze öffnet. Das wird jetzt hier gleich der Fall sein. Und auch hier habe ich dann entsprechend diese vier Informationen von Öffnungskurs, Hochkurs, Schluss und Tief, in dem Fall auf die Minute. Jetzt hat man es vielleicht gesehen, alles ist ein Stück nach links gerutscht. Das heißt, jetzt hier ganz rechts bildet sich jetzt die Kerze von 18.21 Uhr bis 18.22 Uhr. Wie gesagt, auf dem Minutenchart kriege ich quasi jede Minute eine neue Kerze, was auch bedeutet, dass ich jede Minute die Möglichkeit habe, eine neue Entscheidung zu treffen. Dann gibt es noch den 5-Minuten-Chart, den 15-Minuten-Chart. Und jetzt kriegt das Ganze rein tradingtechnisch, was die Praxis angeht, so ein Cut, weil auf diesen Zeiteinheiten von Minute, 5 Minuten und 15 Minuten bleibe ich in der Regel davor sitzen. Also ich nicht, dass ich so einen Trade platziere und dann gehe, denn wenn ich ja 5 oder 15 Minuten später entsprechend hier die neue Kerze habe oder nur nochmal, um es zu verdeutlichen, nur eine andere Visualisierung, einen anderen Bar, dann will ich natürlich auch sehen, was hat sich hier entwickelt und ich kriege die Gelegenheit für eine neue Entscheidung. Das heißt, hier in diesen kleineren Zeiteinheiten M1, 5 und 15 bleibe ich davor sitzen, beobachte den Chart und treffe entsprechend hier meine Entscheidungen. Ich gehe mal zwei höher auf dem Stundenchart und auch auf dem 4-Stunden-Chart bleibe ich dann ja nicht mehr davor sitzen. Wenn ich jetzt jede Stunde oder jede 4 Stunden die Gelegenheit bekomme, hier entsprechend eine Entscheidung zu treffen, dann sollte ich die Zeit dazwischen sinnvoll anders nutzen. Und wenn, wie gesagt, weil wenn eh die nächste Entscheidung erst am Ende der Stunde oder der 4 Stunden ist, lohnt es sich ja nicht, dabei zu bleiben. Und jetzt kommen wir zum Tageschart. Das ist der Ansatz, den ich gerade handle. Deswegen mag ich es auch, Freiraumstratege zu sein, weil ich mir durch diesen Handelsstil natürlich sehr viel persönlichen Freiraum kreiert habe, wenn ich nur einmal am Tag kurz reinschaue. Denn wir haben logischerweise jetzt hier als Tageschart die Information von gestern. Der gestrige Tag habe ich jetzt hier, ne, das ist jetzt hier diese lange Kerze nach oben, kommen wir gleich zu. Gestern kamen Nachrichten in den Märkten, dazu habe ich auch gleich noch kurz einen Slide. Aber das heißt, Sie sehen, der gestrige Chart ist hier entsprechend, der gestrige Kerze ist abgeschlossen, das war gestern und das ist das, was heute ist. Oder heute, ja, fast schon war, es ist ja jetzt auch schon Abend. Und das ist erstmal das Schöne, ich kann jetzt heute am Tag so häufig reinschauen, wie ich will. Der Tag geht nicht früher zu Ende, als dass ich eine neue Kerze und dann auch neue Werte von Schlusskurs bekomme hier. So ein bisschen so wie, ne, am Gras ziehen, es wächst auch nicht schneller. Ich kann so oft ich will am Tag reinschauen. Die Kerze wird erst zum nächsten Tag entsprechend enden, denn dann beginnt der nächste Tag. Das ist das extremst Schöne, was ich mag für den Handel auf dem Tageschart, denn ich kann mich immens entspannen mit meiner Handelszeit. Nachts ist der Wechsel von dem einen Tag auf dem anderen. Aber nachts möchte ich überhaupt nicht davor sitzen. Ich habe einen höheren Spread, der Swap wird erstmal errechnet. Das heißt, wenn ich dann morgens reinschaue, egal wie vermeintlich früh das dann ist, der eine oder andere vielleicht schon um 5 oder um 6 Uhr aufsteht, ich bin eh schon ein paar Stunden zu spät von Mitternacht aus gesehen. Und das entspannt mich auch persönlich sehr, dass ich weiß, ich kann erstmal ganz entspannt
naja, so wie der kleine Sohn einen dann morgens dann halt weckt mit 1,5 Jahren, so weit schlafen, um dann halt entsprechend erst die Orders zu platzieren, weil es gibt eben keine bestimmte Uhrzeit hier in den Währungen, wo ich unbedingt sein muss, um die Order zu platzieren. Das ist das, warum ich jetzt auf dem Tageschart gerne in den Währungen handle. Sollte ich ein Indiz handeln oder eine Aktie jetzt, was Europa angeht, dann müsste ich im Idealfall um 9 Uhr da sein zur Markteröffnung, amerikanischer Indiz oder Aktie dann um 15.30 Uhr und schon habe ich wieder einen krassen Einschnitt in meinen Tag und die Frage an jeden, habe ich immer um 9 oder um 15.30 Uhr die Zeit? In den Währungen ist das völlig entspannt. Und nur um es weiterzumachen, dann haben wir noch den Wochenchart. Und den Monatschart, das ist jetzt wirklich mehr so Investment und nicht jetzt wirklich aktives Trading. Selbstverständlich kann ich aber auch das hier von der Charttechnik nutzen. So, jetzt wollen wir noch kurz zu dem Punkt kommen, was ich an den Währungen auch sehr mag. Das sind nämlich diese Diversifikationsmöglichkeiten. Wir erinnern uns an den Slide, dass ich immer eine Basiswährung habe und eine Notierungswährung. Und jetzt sehen wir zum Beispiel hier sehr schön, wenn ich mir das jetzt mal auf dem Wochenchart anschaue. Jetzt einfach mal als Beispiel den Neuseeland-Dollar, US-Dollar, den ich jetzt hier geöffnet habe. Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Und wir sehen dann also jetzt, der Neuseeland-Dollar ist die Basiswährung, der US-Dollar ist die Notierungswährung. Das heißt, der Neuseeland-Dollar, US-Dollar handelt in US-Dollar. Und wir sehen jetzt hier, ich habe da mal so zwei Linien eingezeichnet, wir sehen sehr schön hier eine Abwärtstendenz zwischen diesen beiden Linien. Das heißt, hier ist der Kurs deutlich gefallen, ja, hier ist der Preis entsprechend dann deutlich gefallen von, was haben wir denn da, 0,63 und das Tief war bei 0,58, ja, also um 5 ganze Cent gefallen. Und jetzt ist natürlich der Punkt, wenn ich das jetzt hier im Chart sehe, klar, jetzt im Nachhinein, aber ich sehe das logischerweise dann auch in der Woche, jetzt hier nach dem, was haben wir denn da, Anfang Juli, 9. Juli, das war der Beginn der Woche, dann kann ich sehr schön jetzt in dem Fall als Beispiel den US-Dollar diversifizieren. Das heißt, ich kann eine Position eingehen, eine zweite Position eingehen, die sehr schön mein Risiko von Investment streut. Und da habe ich jetzt als Beispiel rausgesucht, den US-Dollar-Japanisch-Yen. Das sehen wir hier. Das heißt, hier sehe ich jetzt, die Linien sind exakt die gleichen Wochen. Es ist immer noch Anfang Juli bis Anfang Oktober. Also Anfang Juli bis Anfang Oktober. Es sind die exakt gleichen Wochen wie hier. So, ja, der geht ein bisschen weiter. Können wir das dann auch, natürlich ist er mir vorhin vielleicht verrutscht. So, das heißt aber, wir sehen jetzt hier, und das ist das, was ich mir in den Währungen so schön zunutze machen kann, wenn der US-Dollar hier als Notierungswährung fällt in dem Fall, heißt das, dass der in einem Währungspaar, wo der US-Dollar die Basiswährung ist, natürlich nicht garantiert, aber mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit steigt. Das sehen wir hier. Und das sehe ich immer und immer und immer wieder, weil jetzt können wir sogar noch einen weitergehen. Im Euro-US-Dollar, ne, jetzt wieder der US-Dollar als Notierungswert hinten, sehe ich jetzt wieder schön, dass der Preis genau in diesen Wochen gefallen ist. Das heißt, hier dieser Abschnitt ist sehr ähnlich vom Euro-US-Dollar wie vom Neuseeland-US-Dollar. Wie gesagt, sehr ähnlich, logischerweise nicht hundertprozentig gleich. Dafür habe ich ja immer noch eine zweite Währung in diesem Währungspaar. Es ist ja nicht nur alleine der US-Dollar für diesen Kurs verantwortlich, sondern hier noch der Neuseeland-Dollar, hier noch der Euro. Aber ich sehe, die grundsätzliche Tendenz ist gegeben. Wie gesagt, und das kann ich mir immer und immer wieder zunutze machen. Und das ist das, was ich persönlich für mein Konto sehr mag. Weil jetzt als Beispiel Aktien oder auch Indizes, da habe ich das eigentlich nicht, wenn man das mal so sagen kann. Ja, wie gesagt, wir haben es gesehen, Anfang Corona, alle Märkte, nahezu alle Märkte, gingen dann wirklich 40% runter, um sich dann langsam zu behaupten. Das habe ich halt hier nicht, weil ich immer diese Währungspaare habe. Und jetzt haben wir auch Nachrichten als Beispiel. Jetzt hier gestern kamen ja Nachrichten am Nachmittag im US-Dollar. Und Achtung, jetzt bin ich gewechselt, jetzt haben wir nicht mehr den Tageschart, sondern jetzt haben wir den 4-Stunden-Chart. Ich kann auch ruhig, um da zu bleiben, im Kerzenchart bleiben. Da sehen wir jetzt hier schön, als gestern Nachmittag die Nachrichten rauskamen, ist der Britisch Pfund US-Dollar hier in dem Fall deutlich gestiegen. Wie gesagt, Britisch Pfund US-Dollar.
Und um das Ganze jetzt wieder zu diversifizieren, nehme ich jetzt mal wieder den US-Dollar, denn dort kamen ja dann auch die Wirtschaftsnachrichten, nehme den US-Dollar, packe ihn von der Notierungswährung in die Basiswährung, Beispiel US-Dollar, Schweizer Franken. Ich gehe mal kurz wieder auf den Kerzenchart und man sieht sehr deutlich, das ist die exakt gleiche Zeit im 4-Stunden-Chart, wo der eine dann steigt und der andere fällt. Das kann ich mir hier total super zunutze machen. Ich gucke ein bisschen auf die Zeit, schaut aber noch gut aus, denn zwei Sachen möchte ich euch hier noch mitgeben. Das eine ist dann tatsächlich ein Setup, wie man diese Währungen sehr, sehr schön handeln kann. Einfach als erstes Setup für denjenigen, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat oder einfach mal reinkommen möchte hier in diese Charttechnik. Und das zweite ist dann halt der Punkt, weswegen ich die Währungen auch sehr mag, weil man, wie gesagt, vom Konto her recht liquide bleibt. Und zum Zweiten halt hier sein Risiko wirklich sehr schön nahezu auf den Cent, auf den Rappen bestimmen kann. Wir nehmen jetzt mal hier, was haben wir denn gerade auf dem Tageschart? Zum Beispiel den US-Dollar-Japanisch-Yen. Und egal, ob ihr jetzt den MetaTrader habt als Handelsplattform oder ob ihr eine andere Handelsplattform nutzt, die IG Bank bietet da ja auch diverse Plattformen für den Handel. Da handle ich persönlich sehr gerne mit einem Indikator und das sind die Bollinger Bänder. Die Bollinger Bänder stehen in jeder Trading-Plattform zur Verfügung. Die Bollinger Bänder sind entwickelt worden in den 80er Jahren. Das heißt, die gibt es schon recht lange auf dem Markt und der Entwickler ist John Bollinger, also John Bollinger, der hat dem Kind dann auch seinen Namen gegeben. Und wenn ihr die hinzufügen möchtet, dann ist es im MetaTrader einfach einfügen, Indikatoren. Und dann haben wir hier bei der Tendenz die Bollinger-Bänder. Wie gesagt, wenn ihr den MetaTrader 4 habt, Indikatoren, Tendenz, Bollinger-Bänder, eine andere Handelsplattform, ihr werdet die Bollinger-Bänder gewiss finden. So, und hier einfach als Setup, standardmäßig möchte ich auch sagen, standardmäßig sind die auf 20,2, also basierend auf einem 20er gleitenden Durchschnitt. Ich nutze ganz gerne den 12er, damit die Kurse ein bisschen enger an den Bollinger Bändern sind. So, und jetzt sehen wir hier neu im Chart reingekommen die Bollinger Bänder. Und zwar so kreativ benannt, ein oberes Bollinger Band hier oben, ein mittleres Bollinger Band, was in dem Fall der 12er gleitende Durchschnitt ist, und das Band hier unten ist das untere Bollinger Band. Und man sieht sehr schön, wie diese Bänder um die Charts herumgehen. Man sieht also wirklich in erster Linie, ich zoome mal ein bisschen raus, dass der Handel in erster Linie zwischen diesen beiden äußeren Bollinger Bänder stattfindet. Und das hat John Bollinger, der Entwickler der Bollinger Bänder in den 80er Jahren, auch genau so vorgesehen. Denn er sagt selber, 98% der Kurse liegen innerhalb der Bollinger Bänder und lediglich so ein paar Spitzen. Ich zoome noch mal ein bisschen raus. Also hier sehen wir so ein paar Spitzen, hier sehen wir so ein paar Spitzen. Also sprich 2% der Kurse sind außerhalb der Bollinger Bänder. Und das können wir uns hier wirklich für ein einfaches und doch sehr lukratives Trading Setup sehr gut zunutze machen. Denn hier sehen wir, wenn wir uns jetzt einfach in dem Fall mal die letzten Tage anschauen, ich bin jetzt hier wieder auf dem Tageschart, die letzten Tage sehe ich, dass die Kurse wirklich alle schön innerhalb der Bollinger Bänder geblieben sind. Ich habe hier keinen einzigen Kurs außerhalb. Spannend wurde es dann hier und das war der 31.10., also die Nacht zu Halloween. Ne? Also hier am 31.10. sehe ich nämlich, und das ist das Besondere, dass ich nicht nur irgendeinen Kurs außerhalb habe, dass der während des Tages mal außerhalb gehandelt hat, sondern ich sehe sehr deutlich, dass der Schlusskurs außerhalb war. Wie gesagt, ich persönlich finde, im Barchart sieht man es ein bisschen schöner. Hier sehen wir ja den Nüppel zur Rechten, der Schlusskurs war außerhalb. Und wenn ich den Schlusskurs außerhalb habe, ist die Wahrscheinlichkeit einfach groß, auch nach der Definition dem Entwickler der Bollinger Bänder, John Bollinger, dass der Kurs entsprechend zurückkommt. Und er kommt dann zurück, gerne bis zum mittleren Bollinger Band. Und wir sehen jetzt als Beispiel in diesem Chartausschnitt, wie häufig wir diese Situation haben. Nämlich, jetzt seht es mir nach, ich wechsle mal kurz auf den Barchart. Hier haben wir den Schlusskurs außerhalb. Und was machen die Kurse? Zwei Tage später sind sie am mittleren Bollinger Band. Hier haben wir den Schlusskurs außerhalb, einen Tag später am mittleren Bollinger Band. Hier haben wir den Schlusskurs außerhalb,
geht zurück. Auch hier haben wir den Schlusskurs außerhalb. Geht tatsächlich auch hier bis zum mittleren Bollinger Band, bevor er dann die Richtung wechselt. Das heißt, das ist ein sehr, sehr schönes Setup, was man, wie gesagt, der Risikohinweis ist ja entsprechend vorher gezeigt worden, was man sehr schön für ein Handeln nutzen kann. Kommen wir zum Handel. Das ist das Letzte, was ich jetzt hier heute noch zeigen wollte. Denn jetzt hier sieht man sehr schön, und das finde ich halt einen riesig großen Vorteil auch von den Währungsmärkten. Ich zeige das mal ganz kurz. Na, wenn ich das jetzt hier so. Ja, wenn ich jetzt dieses Setup, das war also jetzt hier das letzte Mal auf dem Tageschart, wo wir einen Schlusskurs am Ende des Tages außerhalb der Bollinger Bänder hatten. Wenn ich das jetzt entsprechend handle, die blaue Linie als möglichen Einstieg, blaue Linie als möglichen Einstieg, die grüne Linie, ja, weil es dann gegen den Trend zurück in die Bollinger Bänder geht, als Gewinnziel und jetzt hier in dem Fall ein Chance-Risiko-Verhältnis, also Gewinn genauso groß erstmal wie der Stop-Loss, weil wir wollen diese kurzen Rücksetzer handeln, dann sehe ich jetzt hier sehr schön, dass ich wirklich selbst als Trader frei bestimmen kann, was ich an diesem einen Trade hier riskieren möchte und was ich erzielen möchte. Das ist einfach der Riesenvorteil hier auch in den CFD Forex, wo ich eben Mini, Mikro und auch ganze Lots handeln kann. Man sieht es jetzt hier als Beispiel. Hier sehen wir jetzt also ein Konto mit 10.400 Franken drauf. Und ich habe jetzt wirklich das als Kapital, wenn das jetzt hier, ich meine, es ist ein Demokonto, wir können jetzt hier frei handeln, aber einfach nur, wenn das jetzt ein Live-Konto wäre, dann ist das erstmal, und das ist das Wichtige, nur das Kapital, was auf dem Konto ist. Es ist nicht komplett investiert, es ist nicht annähernd komplett riskiert, das ist auch ganz wichtig, sondern das ist erstmal nur das Kapital, mit dem ich hier entsprechend mal wirtschaften kann, sprich Trades eingehen kann. Weil jetzt habe ich hier drei Möglichkeiten, wie ich selbst bestimmen kann, was ich an diesem Trade jetzt oder auch an jedem weiteren Trade riskieren möchte. So kann ich zum Beispiel sagen, das Ganze prozentual. Ich kann also jetzt hier eingeben, zum Beispiel 1% von meinem Konto möchte ich an diesem Trade riskieren. Das wären jetzt beim Kontostand von 10.400, noch simpel zu rechnen, 104 Franken. Und wenn ich ein Chance-Risiko-Verhältnis habe, 1:1, was ich riskiere, und was ich auf der anderen Seite dann auch erzielen möchte. Und das kann ich frei bestimmen. Ich kann logischerweise dann hier irgendeinen Prozentsatz eingeben, der mir gerade so einfällt. Zweite Möglichkeit ist, dass ich entsprechend hier auch einen Geldbetrag eingeben kann. Das heißt, unabhängig davon, wie viel oder wie groß mein Konto ist, kann ich hier sagen, egal, dass da über 10.000 drauf sind, ich möchte als Beispiel mal nur 50 Franken riskieren. Also nur bitte, versteht mich richtig, und auf der anderen Seite auch erzielen. Oder ich kann auch sagen, ich kann jetzt hier das technisch Kleinste nehmen, das wäre jetzt in dem Fall ein Mikrolot, und dann bin ich, egal ob ich jetzt 10, 20, 50 oder 100.000 auf dem Konto habe, dann würde ich an dem nächsten Trade jetzt hier gerade mal 7,95, also aufgerundet 8, riskieren und auch erzielen. Das Schöne dabei ist, dass ich, wie gesagt, in erster Linie liquide bleibe, dass das Geld auf dem Konto erstmal nur dafür da ist, dass ich Trades eingehen kann und dass ich wirklich jeden einzelnen Trade hier vom Risiko her frei bestimmen kann. Das ist einfach hier das, was dir, wenn du vielleicht erstmal aus den Aktien kommst, der Forex-Handel hier auch auf jeden Fall bietet. Neben der Liquidität, neben der Geschichte, dass der Tageschart entspannt zu handeln ist, weil ich hier dann einfach morgens reinschauen kann zu einer Zeit, die für mich passend ist. Ich muss zu keiner Zeit da sein, weil der ja unter der Woche rund um die Uhr handelt. Und neben diesen Diversifikationsmöglichkeiten, dass ich einfach weiß, als Basiswährung, als Notierungswährung, wo denn die Werte hingehen. Sternchen dran, also weiß im Sinne von, dass ich die hier sehr schön vom Risiko streuen kann. Weiteres Beispiel einfach nur mal, können wir auch noch mal reingehen, Euro-Britisch Pfund. Ja, gleiche Geschichte, man sieht es immer wieder sehr schön. Dafür sind die Währungen auch gerade wieder sehr schön bekannt. Ich habe einfach wirklich immer diese Geschichte, Schlusskurs außerhalb kommt zurück, Schlusskurs außerhalb hier kaum zu sehen, kommt zurück, Schlusskurs außerhalb, ja, ist zumindest so seitwärts, ne? Also ist auf jeden Fall so, dass der eigentliche Aufwärtstrend hier erstmal deutlich gebrochen ist. Hier funktioniert es nicht. Wichtig auch das zu zeigen, das ist kein hundertprozentiges Setup. Ich komme mal an den Anfang, Verluste gehören dazu. Wichtig ist aber, dass in erster Linie die
die Gewinne nochmal größer sind. Hier sehe ich auch schön den Schlusskurs außerhalb, es geht erstmal zurück, Schlusskurs außerhalb, es geht ein Stück weiter und dann zurück. Und da nochmal auch hier an diesem Chart, deswegen habe ich den rausgesucht, sehr schön zu sehen, es geht wirklich um den Schlusskurs und nicht um ein Hoch oder um ein Tief. Wenn ich den Schlusskurs draußen habe, der Schlusskurs eines Tages, der Schlusskurs von 4 Stunden, der Schlusskurs von einer Stunde, die haben immer viel mehr Aussagekraft als alles dazwischen. Ja, und deswegen nehmt den Schlusskurs aus den Bollinger Bändern schön als Gegentrend. So, ganz kurz nur, ich gucke mal, dass ich mein Setup hier wieder hinbekomme, denn wir waren genau dort und wir starten ab dort, genau. Ganz kurz nur der Hinweis und dann gebe ich auch gerne zurück. Ich habe einen wöchentlichen Podcast, wo ich viele Aha-Erlebnisse bespreche, die mir als Trader oder auch als Trading Coach so rein täglich passieren. Ist auf allen möglichen Plattformen zu hören, Spotify, Apple. Und was wir auf jeden Fall natürlich dann auch zum Schluss machen, aber jetzt gebe ich erstmal ab und danach kommen wir gerne wieder zu mir, ist natürlich sämtliche Fragen, die gekommen sind hier während der kurzen Präsentation, auf die gehe ich selbstverständlich sehr, sehr gerne ein. Aber jetzt, Dunja, ich übergebe an dich. Vielen Dank, Tobias. So, danke zuerst mal für deine tolle Präsentation und auch natürlich ein großes Dankeschön an Ihre Anwesenheit beim heutigen Webinar. Wir würden heute Ihnen gerne einerseits die IG Bank noch vorstellen, sowie unsere Trading-Plattform. Da wird dann mein Teamkollege, der Enk Lien, dazu nachstoßen. Sie sehen meinen Slide, IG Bank relativ groß und prägnant hier. Sie finden uns in Zürich, dazu aber nachher noch mehr. Wir beginnen jetzt gerade kurz mit der Präsentation, wer wir sind. Zu uns selbst, zu mir und auch meinem Teamkollegen Herrn Enk Lien, haben Sie vorher schon ein bisschen was gehört. Wir sind Premium Client Manager bei der IG Bank selbst. Das heißt, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, kommen Sie sehr, sehr gerne direkt auf uns zu. Ich würde da gleich schon mal ein bisschen weitergehen. Wir sind weniger spannend. Beginnen wir doch gleich mit der IG Gruppe selbst. Das ist unser Mutterhaus. Wie Sie sehen, sind wir seit rund 48 Jahren im Geschäft dabei. Unser Mutterhaus hat seinen Hauptsitz in London und als börsenkotierte Gruppe sind wir auch im englischen Index, dem FTSE 250, gelistet. Den kann man natürlich auch handeln. Wie man sieht, haben wir eine sehr große, verbreitete globale Präsenz und sind in unter anderem 14 Ländern tätig. Einerseits natürlich auch in der schönen Schweiz, wo wir zwar uns heute befinden. Und da gehen wir gleich auch auf die IG Bank ein. Wie der Name es schon indiziert, wir in der Schweizer Niederlassung heißen nicht IG Gruppe oder anders, sondern IG Bank, weil wir hier über eine Schweizer Bankenlizenz verfügen. Man findet uns an zwei Orten, wie schon zuvor gesagt, einerseits in Genf sowie auch in Zürich, wo der Enk und ich selbst loziert sind. Und wir sitzen direkt am Paradeplatz in der Nähe vom Sprüngli. Das heißt, wir laden Sie wirklich sehr, sehr gerne ein, mal vorbeizuschauen und auf einen Kaffee zu uns zu stoßen und auch die Plattform mit uns durchzuschauen. Und jetzt gerade noch, wenn wir beim Trading sind, zum Trading mit der IG Bank selbst. Vielleicht kurz zu uns selbst, was wir offerieren. Wir sind zwar eine Bank, wir sind aber keine traditionelle Bank. Also die IG Bank ist ein Online-Broker mit Bankenlizenz, welches seinen Kunden eine Trading-Plattform zur Verfügung stellt, über die man ausschließlich CFD-Produkte handeln kann. Also CFD, das Produkt, was wir anbieten, das steht dabei im Englischen für Contracts for Difference. Das ist das Gleiche wie im Deutschen, da nennt man das Differenzkontrakte. Das sind in dem Sinn gehebelte Derivate. Dazu erfahren Sie nachher bei Enk noch ein bisschen mehr, damit das sinnbildlich noch eher auch gezeigt wird. Wie Sie sehen, bieten wir eine Vielzahl von handelbaren Märkten an, wie zum Beispiel Forex, die wir vorher bei Tobias gesehen haben, Aktienindizes immer auf dem Produkt CFD.
Also nicht direkt Aktienanlagen. Wir bieten über 17.000 handelbare Märkte an, also relativ viel, da kann man sich relativ gut austoben. Und was auch noch speziell bei uns immer wieder auch, soll ich sagen, zu platzieren ist, wie wir uns auch differenzieren, ist unser mehrsprachiger 24 Stunden, 7 Tage die Woche Service. Das heißt, Sie können effektiv zu jeder Zeit unseren Telefonservice kontaktieren und es wird Ihnen geholfen. Sie haben da keinen Roboter dran, es sind effektiv Leute, mit denen Sie kommunizieren können, was in der heutigen Welt doch noch ziemlich, wie soll ich sagen, schön ist. Und ja, jetzt kommen wir eigentlich schon zum wirklich spannenden Teil. Ich händige das Wort an den Enk, der Ihnen die Plattform von uns vorstellen wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Dunja. Sie haben schon gehört, es gibt verschiedene Plattformen, wo man traden kann, unter anderem auch auf MT4, das, was jetzt Tobias gerne benutzt. Auch wir haben eine eigene Plattform, relativ sehr intuitiv gestaltet. Ich gehe ganz kurz nur mit Ihnen durch, wie man was wo findet. Und dann würden wir schon bald das Webinar beenden. Also bitte ich Sie noch nur um einige Minuten Geduld. Auf der Webseite, wenn Sie sich eingeloggt haben, finden Sie unter MyIG dann Ihr eigenes Dashboard. Da werden Sie auch schon ganz freundlich schon begrüßt. Guten Tag, Hans-Uli. Wahrscheinlich jetzt eher guten Abend. Sie würden dann unten links die Plattform öffnen. Wir haben hier schon mit 100.000 virtuelles Geld kapitalisiert. Und ganz am Anfang relativ simpel, ganz wichtig, oben, das zeige ich Ihnen ganz kurz mit der Maus, finden Sie Ihr Guthaben. Und links auf der linken Seite finden Sie alle handelbaren Märkte. Wir würden jetzt hier beispielshalber ganz kurz auf FX gehen. Relativ einfach, kommt eine große Auswahl, die Sie zur Verfügung haben. Sie fangen gleich an mit den Hauptwährungen, also auch den Majors genannt, weiter unten zu den Minors, auch Nebenwährungen genannt. Oder wenn Sie noch weiter runter scrollen, finden Sie auch einige Exoten, türkisch Lira, und wenn man noch weiter sucht, unter anderem auch Korean Won, ungarischer Forint, was immer das Herz begehrt. So, ich zeige Ihnen ganz kurz ein Beispiel, wie man einen Trade aufsetzt. Ich würde hier einen Chart ganz kurz aufmachen für Sie. Ich mache hier einen Kassa auf. Ich mache das mal ganz kurz groß. Nehmen wir mal an, mich interessiert der Euro-Schweizer-Franken-Währungspaar. Ich würde auch gerne unter anderem zum Beispiel einige Indikatoren brauchen. Relativ simpel würden Sie hier eine kleine oder weniger kleine Auswahl finden. Hier Bollinger Bänder zum Beispiel auf dem Tageschart oder auf dem 4-Stunden-Chart. Und relativ einfach können Sie hier einen Order platzieren. So, wichtig, unter Info finden Sie im Prinzip alles, was Sie brauchen. Mit einem Kontrakt kaufen Sie, wie einige Leute das vielleicht schon kennen, eine Size von 100.000. Woher kommt jetzt nun der Leverage? Ganz einfach, bei der Margin-Anforderung werden tatsächlich nur die 1,5% von Ihrem Kapital gebraucht als Sicherheit, als Margin sozusagen, sprich die 100.000 Euro, die Sie brauchen oder die Sie bewegen in Schweizer Franken, mal die 1,5 kommen Sie auf plus minus 1,4.000, die Sie hinterlegen, um einen Nominalwert von 100.000 zu bewegen. Und von daher kommt auch der Leverage. Klar, wenn Sie natürlich plus oder minus machen, bewegen Sie sich mit dem Hebel in beide Richtungen, in Verlust- sowie auch Gewinnzone. Ich würde jetzt mal den Trade platzieren, zumachen. Relativ schnell sehe ich meinen Trade auch im Chart. Das ist auch das Schöne daran an der Plattform. Ich kann hier auch ein Take-Profit setzen, sowie einen Stopp direkt aus dem Chart. Und ich kann auch meine Position hier direkt verfolgen. Alternativ können Sie auch unsere App runterladen auf dem Mobile. Da finden Sie natürlich auf einer kleineren Version, je nach Präferenz, ob Sie auf dem Mobile traden wollen oder auch nur Ihre Position beobachten wollen, alles ist bei uns möglich. So, ich hoffe, Ihnen hat das ganze Webinar gefallen und wir von der IG und auch im Namen von Tobias bedanken uns ganz herzlich für Ihre Teilnahme.
Vielen Dank an euch drei, Tobias, Enk und Dunja, erstmal für euren Vortrag. Dann starten wir direkt noch in die Fragerunde, um ein paar Fragen beantworten zu können. Tobias, die ersten Fragen, würde ich sagen, richten sich an dich. Starten wir direkt mal rein. Wenn der Kurs rund um die Uhr läuft, wann entsteht der Schlusskurs in den Währungspaaren? Ja, gut, das ist natürlich jetzt in dem Fall von der IG Bank eine Frage, die an euch jetzt, Engel oder Dunja, besser ist. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wo dann der Server vom Broker steht. Ist es bei euch, was ist es, 23 Uhr, 24 Uhr? Ja. Genau, 23 Uhr ist der Server, steht in London, ist dementsprechend auch London-Zeit und auch dort sitzen unsere Händler. Ja, also dann ist es in dem Fall 23 Uhr. Und das ist aber dann halt wirklich der Punkt, wo man dann auch, wenn man mal live davor sitzen sollte, dann setzt der Kurs wirklich auch erstmal ein paar Minuten aus. Ich habe einen höheren Spread, das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt die Zeit, also es ist definitiv nicht die Zeit, wo ich Orders platzieren möchte. Und man sieht meist dann so ab, ich sag mal, um sicher zu sein, 23.20 Uhr, vielleicht 23.30 Uhr, hat sich alles wieder so langsam normalisiert, dass ich dann den normalen Kurs auch habe, dann entsprechend gestartet am nächsten Tag, also die Eröffnung des Tages plus die ersten Preise von dem nächsten Tag, genau. Vielen Dank, Tobias. Was würdest du sagen, welche typischen Fehler sollten Anfänger im Währungshandel vermeiden? Ob ich jetzt direkt das auf den Währungshandel, also ich würde wirklich sagen, ein grundsätzlicher Fehler, tatsächlich Ungeduld, zu großes Risiko am Anfang, so die klassische Geschichte. Da gibt es ja so diesen schönen Satz, dass Trader unterschätzen, wie viel sie erreichen können in Monaten oder Jahren und total überschätzen, was in kürzester Zeit dann da sein sollte. Also jetzt unabhängig von den Währungen würde ich halt wirklich sagen, diese Ungeduld, dass sofort am Anfang alles funktionieren muss und ein unnötig großes Risiko. Wenn ich mit einem Klienten arbeite und dem halt dann oder ihr ein gutes erstes Risiko pro Trade errechne, basierend auf die Zahlen von Kontogröße und Risikobereitschaft, dann kriege ich mit, wie oftmals da so ein bisschen die Enttäuschung ist, oh, das ist jetzt aber klein, ich hätte gedacht, das wäre ein bisschen größer, wo ich aber auch sagen muss, naja, es geht ja nicht darum, die ganze Trading-Karriere mit diesen Zahlen zu verbringen, sondern einfach nur mit einem Live-Konto, mit Echtgeld mal ruhig und entspannt starten zu können und halt wirklich die Trades entspannt umzugehen. Auf die Währungen her, tatsächlich so Exoten zu handeln, wo man sich dann wundert, was da teilweise für große Spreads sind, das würde ich nicht machen, da würde ich halt schon bei den klassischen Währungspaaren bleiben, wohingegen auf der anderen Seite jetzt kriege ich auch mal mit, dass viele einfach nur den Euro, US-Dollar handeln, das würde ich jetzt auch nicht verstehen, warum man das machen soll, weil man gerade so schön ja auch diversifizieren kann. Vielen Dank. In welcher Weise reagieren denn verschiedene Währungspaare auf Zinserhöhungen der Zentralbanken? Gibt es da auch Unterschiede zwischen Schwellenländerwährungen und zum Beispiel Majors wie dem US-Dollar oder dem Euro? Ja, gewiss, gewiss. Also grundsätzlich bei den Nachrichten ist es so, dass immer so ein bisschen die Frage ist, was ist erwartet? Das heißt also, man macht durchaus Sinn, wenn man jetzt im Chart, in der Charttechnik ist, dass man halt trotzdem schaut, je nachdem, in welchem Zeitrahmen man handelt. Auch hier gilt, je kleiner der Zeitrahmen, desto eher sollte man auf die Umgebung achten, was Wirtschaftsnachrichten angeht. Aber hier ist dann halt einfach so ein bisschen die Frage, was wurde erwartet? Und wie ist dann das Ergebnis, was entsprechend rausgekommen ist? So kommt es halt dann auch, dass selbst bei einem vermeintlich schlechten Ergebnis, wenn es erwartet wurde oder wenn es sogar noch schlechter erwartet wurde, dass dann die Preise auch steigen können. Aber grundsätzlich, klar, ich meine, die Wirtschaftsnachrichten in den USA, also die im US-Dollar passieren, die kriege ich halt doch auch noch wirklich in nahezu jeder anderen Währung mit. Siehe jetzt als Beispiel gestern. Also das ist dann doch recht deutlich zu sehen, während hingegen Nachrichten in anderen Währungen nicht unbedingt ausstrahlen auf alle anderen Märkte auch. Vielen Dank, Tobias. Enk, Dunja, die nächsten Fragen richten sich vor allem an IG und damit auch an euch. Mit welchen Kosten muss ich denn beim Forex-Handel bei IG rechnen? It is worst. Oder soll ich übernehmen, Dunja? Ich glaube, Tobias hat schon erwähnt, die Kosten bei uns werden über den Spread abgerechnet, über den Geld- und den Briefkurs. Klar kommen meistens auch Fragen auf, wie sieht das mit Depotgebühr oder meinen Steuerauszug jährlich, bekomme ich da noch was oder Kommission? Nein, gibt es nichts. Wir von der IG Bank
verdienen tatsächlich nur am Geld- und Briefkurs. Gibt es bei euch dann auch eine Mindestanlagesumme? Das Schöne daran ist, es gibt keine Mindestanlagesumme, kein Minimum, auch kein Maximum. Klar, wir als Bank sind wir trotzdem noch verpflichtet, gewisse, weil es natürlich risikobehaftet ist, diese CFD-Kontrakte müssen wir beim KYC schon noch feststellen, ist dann der potenzielle Kunde auch in der Lage finanziell. Das heißt, in der Theorie kein Minimum, aber halt schon in der Praxis müssen wir natürlich schon gewährleisten, welche Kunden bei uns dann auch tatsächlich ein Konto kriegen dürfen. Vielen Dank, Enk. Kommen wir zur letzten Frage des heutigen Abends. Kann ich denn bei der IG Bank auch ein Demokonto eröffnen, um den Forex-Handel zum Beispiel zu üben? Absolut, also Ladies Second das mal, nicht Ladies First, aber ich war zu langsam zuvor. Nein, absolut. Sie können entweder selbst in dem Sinn dann noch googeln oder sich direkt bei mir oder Enk auch melden. Demokonto haben wir absolut, sieht genau eigentlich auch so aus, wie es Enk vorher demonstriert hat. Ist natürlich kostenlos, man kann mit Spielgeld starten. Wir sagen sowieso immer, egal auch wenn man schon ein bisschen professioneller unterwegs ist, Plattformen sind ja unterschiedlich, außer man nutzt ein MT4 wie der Tobias, wo es immer, egal welchen Broker man nutzt, das gleich ausschaut, testet die Plattform aus. Also nochmal Antwort, ja, absolut. Wir haben das Demo entweder selbst über Google kurz finden oder einfach uns schnell schreiben und dann senden wir das gerne. Wenn ich noch ergänzen darf, das ist natürlich auch ein Riesenvorteil jetzt zum Beispiel vom Forex-Markt oder vom CFD-Markt generell, dass ich da gar nicht diesen großen Sprung dann im Anschluss habe von Demo zu Live. Ich kriege das ja auch in meiner Arbeit als Coach mit, dass dann viele sagen, oh, morgen gehe ich live und ich bin schon ganz aufgeregt, wo man aber halt, also ich hoffe, ich habe es ja vorhin auch gut zeigen können, dass ich ja wirklich erstmal mit Mikrolots starten kann und selbst wenn es dann echt Geld ist, dass es dann doch auch recht kleine Beträge sind. Also es ist einfach der Riesenvorteil im Vergleich zu vielen anderen Märkten, dass ich mir das halt selbst gestalten kann und dass deswegen der Switch von Demo zu Live nicht riesig groß sein muss, sondern eigentlich ein sehr schöner Übergang darstellen darf. Ja, liebe Zuschauer, wir haben fast 19 Uhr. Unser Online-Seminar neigt sich dem Ende entgegen. Vielen Dank für eure Vorträge und für die ausführliche Beantwortung der Fragen in der Fragerunde an euch drei, Tobias, Enk und Dunja. Ich möchte Ihnen, liebe Zuschauer, noch den Hinweis geben, dass dieses Seminar aufgezeichnet wurde. Sie können es sich jederzeit also noch einmal anschauen. Den Link zur Aufzeichnung und zu weiteren Informationen erhalten Sie im Anschluss an diese Veranstaltung per Mail. Ein Aufzeichnungsartikel wird morgen auf der Startseite von Finanzen.ch erscheinen. Tobias, ich würde dich noch um ein Schlusswort zu unserem heutigen Abend bitten. Was möchtest du unseren Teilnehmern mit auf den Weg geben? Ich möchte auch erstmal vielen herzlichen Dank sagen. Es ist nicht selbstverständlich, wo doch Zeit mittlerweile doch das wertvollste Gut ist, dass heute Abend so viele Leute da waren. Und auch an dich recht herzlichen Dank für die perfekte Organisation und natürlich auch für die Einladung zu diesem Event. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Tobias. Dunja, auch von dir möchten wir natürlich noch ein Fazit hören. Ebenfalls ein großes Dankeschön an alle, dass man sich um 6 Uhr Abend noch bis 7 Uhr einschaltet und wahrscheinlich geht es bei allen zum Abendessen. Also Schweizerdeutsch sage ich nur noch en Gute und das war's schon. Vielen Dank, Dunja. Enk, last but not least, möchtest du auch noch was zum Schlusswort ergänzen? Nochmals vielen Dank fürs Vorbeikommen, hat auch Spaß gemacht und ich will Sie wirklich nicht länger aufhalten. En Gute und auf bald. An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei euch dreien für eure Expertise und eure Zeit bedanken, die ihr uns heute Abend gewidmet habt. Ich wünsche euch dreien einen schönen Abend und selbstverständlich alles Gute. Und auch bei Ihnen, verehrte Zuschauer, bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Teilnahme an diesem Webinar. Ich freue mich darauf, Sie spätestens im zweiten Teil dieser Webinarreihe wieder begrüßen zu dürfen. Am 22. November ist es nämlich schon soweit, diesmal zum Thema Aktien und Aktienindizes. Schalten Sie gerne wieder rein. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit Ihren zukünftigen Investments. Ciao und bis zum nächsten Mal hier bei Finanzen.ch. Guten Abend.